Not in New York, some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Menzi Real Life Gedöns Irgendwas. Ja, heute sieht man, ich bin ein bisschen mit Taxi ausgestattet. Ich habe mir eine Säge geholt, die, ich weiß nicht, ob man das leider in der Kamera sieht, keine Zähne mehr hat. So gut wie keine. Also ganz scharf ist die Kamera nicht, aber man erkennt, dass in der Mitte überhaupt keine Zähne mehr sind. Und mir ist auch gerade aufgefallen, man sieht mein Rad, was ich auf dem Tisch gerade unterwegs ist, sieht man nicht. Werde ich nämlich heute erstmal was kurz bauen, für das, was ich euch gleich zeige. Und weil es eine Ewigkeit dauert, werde ich euch das mal ein bisschen vorspielen. Ich habe jetzt die vier Ecken gesehen. Aber für was habe ich euch noch immer noch nicht erzählt? Da drüben steht ein Käfig. Man kann sich schon denken, bei dieser Größe, es ist ein kleines Tier, ja. Was für ein Tier, wissen wenige. Aber ich muss jetzt erstmal sagen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier befestigen soll. Ich habe hier nichts zum großartigen Befestigen. Ich weiß auch nicht, ob eine Platte reicht, ob man zwei nimmt, wie die hier hochkommt, ob die hochschlaufen, hochspringen die Tiere. Ob man vielleicht einen Hochgang machen muss. Jedenfalls festkleben jetzt noch und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Also hier. So. Und ich glaube, ob ich noch in die Mitte ins Ein mache oder so, das weiß ich nicht. Das entscheide ich dann am Ende. Aber jetzt machen wir erstmal die schnell fest. Thank you.
im Käfig angekommen. Ich weiß nicht, ob man mich in der Kamera sieht. Ja, man sieht, ich habe ein Kleintier. Aber welches Kleintier wisst ihr ja noch nicht. Manche Leute von da draußen, ihr wisst ja, was ich habe. Ich muss nämlich heute wieder misten. Und Problem bei diesem Tier ist, es einzufangen. Es gibt immer ein größeres Problem. Deswegen habe ich eine Transportbox, wo ich dieses kleine Tier einfange. Aber wir sehen hier schon was. Da guckt es raus. Na? Ist es eins oder? Ja, es ist einer von beiden. Na komm, geh raus. Wie gesagt, das Problem ist das Einfangen von dem Tier. Gehst du raus? Und, ach nee, ich wollte dieses Mal was probieren. Ich habe ja die Transportbox. Das Problem ist, ich kann sie bloß schlecht einfangen, weil sie schlecht reinlaufen. Jetzt wollte ich mal probieren, mit diesem kleinen Nest hier, die einzufangen. So, jetzt rasch arbeiten und hoffen, dass die jetzt nicht rauskommen wollen. So. Und da haben wir's. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, sie muss richtig sehen, tut man es nicht. Die wollten gerade nicht miteinander. Das ist kein gutes Zeichen eigentlich. Das ist eine Transportbox. Das probieren wir es mal, ob das passt. Da sind sie eingefangen. Jetzt können wir ganz... Also es ist doch einfacher, als ich dachte jetzt. Ja, ich habe mir zwei kleine Mäuse geholt. Und wie sie heißen, das erzähle ich euch schon. Keine Angst. Aber ich muss jetzt mal nebenbei hier sauber machen. Was mir gerade auffällt, der Leckstein, der ist gelb. Den haben sie angepisst. Na, lecker. So, ich habe jetzt zwei kleine Mäuse, beides sind Weibchen, also ich wollte gerne die Weibchen haben, es gab viele, viele Männchen, die sie dort hatten, nun die Männchen, die sahen nicht ganz schön aus und die Weibchen, die sind auch noch relativ jung, die sind jetzt 12. Woche müssten jetzt alt sein ungefähr, die werden ungefähr 2 Jahre alt, also man hat doch schon einiges an ihnen. Das ist mein erstes Tier und dafür würde ich sagen, ist es schon okay. An Mäusen kann man nicht genau was falsch machen, nicht so richtig. Mein Bruder hatte damals Mäuse gehabt und die sind Kannibalen geworden. Er hat sich aber auch nicht so richtig informiert gehabt und die brauchen Eiweiß. Deswegen habe ich heute auch eine zweite Schüssel geholt. Das erkläre ich euch dann gleich nochmal. Schon irgendwie niedlich, wenn die so rumspielen, beziehungsweise für die ist ja jetzt das kein Spielen, die sind ja gefangen. Wo bin ich hier, was ist das jetzt hier? Die wissen eigentlich, wenn sie da drin sind, heißt das nichts Gutes, die werden transportiert oder sowas. Ich weiß, es war vielleicht keine gute Idee mit dem Heuballen, aber die sind ja eh gleich wieder in ihrem Käfig. So, nachdem jetzt eine sehr lange Zeit schon meine kleinen Mäuse hier eingefangen sind, möchte ich die unbedingt freilassen. Ich wollte eigentlich gleichzeitig das Gestell mit reintun. Problem ist bloß, es trocknet aus irgendeinem Grund nicht so schnell. Ich mache zuerst jetzt mal kurz schön schöner Badesand. Das ist einmal die Toilette und einmal zum Baden. Wir nutzen zwar irgendwie beides für beides, habe ich das Gefühl. Aber da mache ich auch nicht so viel rein. Man müsste eigentlich ein bisschen mehr reintun, aber ich glaube mal, vorhin, das war 1 Kilo und ja, sind 2 Wochen jetzt bei mir. Das geht relativ schnell weg alles. Und dann habe ich hier mein Einstreu. Schwäne sind das. Das Zeug ist wirklich gepresst wie verrückt. Und kleine Empfehlung von mir, nicht so viel. Ich hatte das letzte Mal gehabt, das ist so viel Dreck, was sie dann machen.
es gibt, ich sage jetzt mal, ich möchte vielleicht, möchte ich danach, wenn mir das mit Mäusen gefällt, mongolische Rennmäuse. Die brauchen dann wirklich viel Auslauf, also die brauchen mehr Auslauf, die brauchen mehr Verstecke als die normalen, da ist das hier viel zu wenig. Die brauchen was im Bund, die brauchen was dafür, die brauchen was hierfür. Und jedenfalls viele Farbmäuse für mein erstes Haustier muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wie macht man das? Was macht man? So, als nächstes kommt unser kleines Häuschen. Es ist auch wichtig, das habe ich auch gelesen, meinen Tieren Abwechslung zu geben. Also nicht das Haus immer hier zu stehen, sondern dieses Paar hier so in die Ecke. Mal gucken, ob sie es auch so ordentlich annehmen. Das ist der Leckstein, Salzleckstein. Den markiert in die Ecke. Das ist der Nagerstein, wo ich merke, hier hätte man festmachen können. Habe ich aber nicht. So. Da ist der Futter. Das Futter habe ich zwei verschiedene. Ich nutze, dieses Mal nutze ich das hier. Das ist mit tierischem Eiweiß. Und hier sind Mehlwürmer drin, hier sind normale getrocknete Früchte drin, hier ist alles Mögliche drin. Und das ist schon gut so. Dann möchte ich mal probieren. Und zwar Joghurtmilch. Das heißt, man kann Magerjoghurt nehmen, einen Quark nehmen, Magerquark. Und ich habe gedacht, so Joghurt A ist das billiger und B hat das die mehr Werte als der Quark. Und da sollte man zu einer Gewohnheit mal wenig nehmen. Einen halben Teelöffel zur Angewohnheit. Gucken, ob sie es überhaupt essen. Wichtig ist auch, wenn sie Durchfall bekommen, ich weiß nicht, ob man das ordentlich sieht, wenn sie Durchfall bekommen, ist es nicht gut, dann so schnell wie möglich raus. So, wir haben jetzt uns einen kleinen Tunnel noch hier. Unsere Toilette, Sandbad, unsere Kokosnüsse haben wir auch noch und dann können sie wieder rein. Das Ding tue ich gleich erst nachfüllen, weil durchs Hochheben geht es eh dann wieder zur Seite und jetzt kommt man ran. So, jetzt wollen wir mal den Käfig aufmachen und wollen wir mal gucken, was sie jetzt machen, ob man das auch auf der Kamera sieht. So, das ist zum Beispiel Cindy. Die weiß, dass die Cindy nach meiner besten Kumpelin. Und die braune ist die Tali. Die Tali ist nach einem schönen, netten Mädchen benannt, was ich nicht gesehen habe. Überhaupt noch nicht. Was wirklich sehr schade ist. Oh, wir werden euch nochmal einen kleinen Tunnel hier. Sache ist jetzt bloß beim Rausnehmen wieder. Wir müssen aufpassen, dass die nicht abhauen. So, ich würde mal sagen, Mission erfolgreich. Ihr seht sie gerade nicht. Da sind sie nämlich gerade. Also hier sind sie gerade drin. Deswegen habt ihr sie die ganze Zeit nicht gesehen. So, jetzt kommt noch ihr Trinken dazu. Sieht man. Man sieht die Speise gerade nicht. Also leider bekomme ich nicht alles drauf. Das war's jetzt. Türchen zu noch. Klappe zu, Affe tot. Und ich würde mal sagen, ich lasse euch noch so ein, zwei Minuten gucken, ob die hier was machen. Und ich verabschiede mich von euch. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt dann rum. Da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir, wie euch der Name gefällt. Und dann weiß ein Cindy und dann Tali. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao. Eine Sache habe ich vergessen. Ich habe noch Heu hier. Das mache ich jetzt einfach mal in die Mitte. Ziehen sie sich eh dann wieder ins Haus rein. My head is heavy, let me lay it down. Into your lap, I would love to drown. I need that story I used to hear. Run on into it.